Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dead Island Definitive Edition mit dem Marco. Yo, servus. Ich habe erst immer gesagt Definitive Edition, das ist falsch, oder? Ja, ich schätze schon, ja. Wir haben uns hier letztes Mal auf den Weg gemacht, um Benzin zu besorgen, damit die Leichen verbrannt werden können. Und das müssen wir jetzt noch auffüllen. Und wir wissen alle, wie das hier enden wird. Tödlich! Nein, eigentlich nicht. Wird voll spaßig, Mann. Ja, das Ding wird explodieren. Kommst du? Dann füllen wir nochmal auf den Kram hier. Den Kram. Ich hab da nichts gesehen. Ich glaube nicht, dass man das da machen kann. Ist aber leer, ne? Warte mal, wir müssen da noch mit wem reden. Ach, mit dem Typen hier hinten. Reden wir mal mit dem. Die Pumpen laufen nicht. Aha. Wir müssen noch nebenan. Der Vordereingang ist blockiert. Ach so, ja, übers Dach, genau. Ah, jetzt bist du da. Kannst du dich schon mal da hinlegen, die Kanister. Genau das müssen wir machen. Hast gut gemacht. Was? Jetzt echt? Ich brauche nämlich diesen Ausweis. Was für ein Ausweis? Ach, hier kommt. Ach, der lässt uns da nicht rein, der Mongo. Oh, ich hab hier was. Hier, fang. Oh. Wie bist du da rein? Gerade durch die Seite. Aber kann es sein, dass ich hier irgendwie so. Ich glaube, das sollen wir noch gar nicht machen. Ich hab keine Ahnung, Alter. Egal, wir müssen. Das kommt später, das weiß ich jetzt schon. Oh Gott! Oh, was zur. Ich hab einen Spielfehler gehabt. Alter, wir haben. Dem Dach. Komm, okay. Ich liege auf dem Dach, ich bin am Boden. Wir haben nicht mal Dietrich-Stufe 1. Ah, jetzt bin ich tot. Tot? Ja. What the fuck? Ich lag gerade auf dem Dach, weil ich den Kanister aufgenommen habe und rausgeflogen bin. Ich auch! Nicht. Geblich, du kleine Sau. Jetzt habe ich 180 verloren, Alter. Alter, was soll denn das? Was denn? Du sollst den Kanister wegwerfen, um das scheiß Loch aufzumachen hier. Natürlich. Was haben wir denn hier? Wie komme ich aufs Dach? Hintenrum bin ich, weil ich ja rausgeflogen bin, weil da hat sich das für mich erledigt. Ich schmeiß hier mal ein paar Kisten runter. Ich weiß nicht, ob die das bringen. Hier ist aber ein Loch im Dach. Ich kümmere mich mal drum, ja? Und dann füllst du auf, okay? Oh. War klar, dass ich die Drecksarbeit machen muss. Hallo, hier gibt's Zombies drin. Also da hinten. Ich kann nichts auffüllen. Geil. Hier gibt's Next. Next Shit oder was? Next Level Shit. Jetzt mache ich die Tür auf. Dann kommen da noch mehr Zombies. Hallo, nein. Scheiße. Dreh dich nieder, du Sau. Komm. Jetzt kannst du mithelfen. Liegen bleiben, liegen bleiben. Oh, hallo, Digga. Warte, der Zombie muss hier wieder aufstehen. Oh, der haut einen aber weg. Oh, hi. Scheiße, das war nichts. Bring den mal nach vorne. Oh Gott. Der haut einen aber weg. Das habe ich schon gesagt. Kannst du mal den rauslocken? Hallo, komm, Schnucki Putzi. Hasi Mausi. Okay, halt dich bereit. Gibt's Action. Geh raus da, raus da. Toll. Aber er brennt. Er brennt wenigstens das. Ja, das hast du gemacht. Dann nehme ich mir mal das Rohr. Das Rär. Oh, Brandzombie. Ein großes Rohr. So, Marco hat sich gerade übergeben, glaube ich. Nee. Oh, das sind ja Kisten oben. Ich werf dir mal ein paar runter. Du laberst scheiße. Wir spulen übrigens 30 Sekunden zurück. Ich weiß nicht, ob es dir was bringt, aber ich bin jetzt du. Du laberst scheiße, du. Du laberst scheiße und weißt du was? Du hast doch für die Cola nicht 5 Dollar bezahlt. Das war 99 Cent. Nee. Doch. Sind ja an der Tanke günstiger. Das ist komisch.
Laut Plakat 99 Cent. Ach du. Und nicht nur an der Tanke. Du bist ein Plakat. Anything worth anything in here? Deine Großmutter ist ein Plakat. Hier gibt's Zombies in der Marke oder kümmert sich um Kisten auf dem Dach? Entschuldigung, ich bin gestorben. Ich bin vom Dach runtergesprungen. Ich hab ja nicht wissen können, dass das tödlich endet. Ach Gott, da kommen Zombies. Oh, das ist ja was ganz Neues. Ui. Ganz viele Zombies. Scheiße, 17 Stück. Du meinst wohl 7 minus 10, also minus 3 Stück. Stopp. Halt mal, aber die Kisten, die kann man doch einfach auf die Zombies werfen, oder? Kannst du auch, du musst mich mal decken. Oh, das zieht sogar ganz ordentlich. Halt. Scheiße. Lo. Nimm die Schaufel in den Mund. Ich fühl mal gerade auf, ja? Deck mich mal. Oh, ich gehe irgendwie weg hier. Ja. Also, Chris, hör mal, ich bin doch kein Hase. Ich kann dich doch jetzt nicht decken. Was soll das? Okay, wir bringen den Kanister zum Mike. Ich glaube, wir brauchen nur einen. Bis weit. Deck mich. Ich bin kein Hase. Was laberst du da? Decken, das tun Hasen. Tun die. Decken, rammeln, bumsen. Ne? Was tun die? Wobei, wenn es die Mädchen von Hugh Hefner sind, da habe ich nichts dagegen. Nee, bei dir ist es Hugh Hefner. Nee, ausgeschlossen. Der Mann ist schon gestorben. Marco, wir wissen doch mittlerweile, dass du auf Tote stehst. Okay, jetzt ist aber gut. Jetzt geht's soweit. Halt mal, ich kann nicht so schnell laufen mit der Kiste. Ja, ich schmeiß, oh Gott, ich schmeiß doch die Kiste weg, die brauchen wir nicht. Ja doch. Nein, das ist ein Scheißdreck, das brauchen wir nicht. Ich schmeiß den mit dem Kanister ab, wenn die kommen. Du hast ja nicht mal einen Kanister. Hä, hey, ich hab den doch mitgenommen, sag mal. Aber du okay. Brauchst den. So, ich hab die abgeschmissen. Der Kanister ist zwar im Pool, aber ist egal. Lauf mal ein bisschen langsamer, ich will auch hinterher kommen. Hey, du kommst mit dem Messer an, du Scheißer, du. Feige Sau, mit Waffen auf Menschen gehen. Ja, guck mal, pass auf, das zieht richtig ordentlich ab, wenn man trifft. So, der Kanister, der zieht ordentlich ab. Nach dem fünften Mal werfen explodiert er. Nee, du explodierst gleich, wenn du so weiter redest. Ja, sehr gerne doch. Okay, gehen wir weiter. Ich wollte schon immer mal für Zündstoff sorgen. Ach Gott, ey. Die Witze werden immer besser. Das muss aufhören. Das geht so nicht, Marco. Geht so nicht mehr. Alter. Nee, das ist gar kein BH. Kommst du? Du musst nicht denken, hier sind Zombies. Zombies! Ja, lauf nicht so schnell, Mensch. Ey, ich lauf ganz normal. Ja, aber ich lauf langsamer als du. Also läufst du schnell. Nimm doch die scheiß Kiste nicht mit. Jetzt tu die mal weg. Nein! Ach, die gibt echt Damage. Da, ja, guck mal. Das bringt aber nichts, wenn keine Zombies sind. Heiland, zack, das gibt's doch nicht. Ich glaube jetzt weiter. Tschüss. Tschüss. Da. Es zieht 100 ab. Okay, ich bin gleich da. Im Gegensatz zu Marco. Ja gut, ich komm. Ja, das wollte ich nicht wissen. Das war so klar, ich hab's mir nur gedacht. Oh, noch ein Zombie. Hey du, hallo, kannst du mir helfen? Kannst du mal halten? Was ist das denn hier? Hat sich gerade umgehauen. Hey, wo bist denn du hingelaufen? Wo bist du hingeläuft? Oh, scheiße. Da unten. Folg mir. Put, put, put. Oh, okay, dann nicht. Da sind so ein paar Zombies, die dir in den Weg kommen, ne? Welche Zombies? Laufen doch normale Menschen rum. Aua. Die Dame hat mir gerade eine Ohrfeige gegeben. Der Zombie rennt mir gerade hinterher. Weil mir der Marco mir in den Rücken nicht deckt, was er hätte tun sollen. Weil ich diesen Kanister hier schleppen muss. Ich bin gleich da, ne? Bei der Basis. Schön. Freu dich vor Locke. Ah, nee, da bin ich so schneller. Und kraul dir an deiner Glocke. What the fuck? Marco ist heute wieder ganz lustig, ja? Du musst hier gegen Zombies kämpfen. Ich bitte dich. Ja, ich danke dich. Dich? Open the door, please. Ich bin hinter dir. Ist das unsere Basis? Natürlich. Hoi. Scheiße, wir sollen 7 Kanister hier hin tun. Verarsch mich doch nicht. Nein.
fuck is it starting? Rede mit Mike. Thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the body. Du siehst gut trainiert aus. Jo, jo. Do this. Schnell die Knochen einsammeln. Also ich bin ins Feuer gerannt. Ich heiße Marco. Das ist echt nicht lustig, das ist echt die Wahrheit. Ah, schön. Okay, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Dann sind die Leichen hier schon mal weg. Das sieht schon mal deutlich besser aus. So ohne Leichen. Reden wir mal mit dem hier. Mit Hank. Neue Zündkerzen. Ach, dich interessiert das gar nicht, was er zu sagen hat. Aha. Nö, überhaupt nicht. Haha, ja, liebe Zuschauer. Haha, das hat sich doch erledigt. Jetzt starten. Ein von zwei Spieler. Muss ich da immer hin, dass das dann zwei von zwei sind, oder wie? Ja. Ah ja. So, wir sollen Ersatzteile finden und da haben wir schon mal Ersatzteile zum Geben. Okay, wir haben dem jetzt die Ersatzteile gegeben und jetzt müssen wir eine Stunde warten. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich guck mal, ob ich die Schaufel hier aufrüsten kann, weil ich liebe diese Schaufeln. Gut. Schaufeln jetzt auch was rein. Qualifizieren. Marco, unprofessionell, ich bitte dich. Irgendwie kann ich die Schaufel nicht bearbeiten. Egal. Wir haben noch ein paar andere, mit denen wir hier Aufgaben erfüllen können. Ja, reicht das auch, wenn wir jetzt aus dem Spiel rausgehen würden und in einer Stunde wieder rein? Oder müssen wir die Stunde im Ingame verbringen? Ingame ist das, also, aber keine echte, glaube ich. Kommst du her? Wir reden hier. Ja, eine Stunde ist eine Minute, oder was? Nee. Oh. Irgendwie. Eine Mission oder so. Kommst du her? Okay, die liegt ein bisschen unbequem da. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, Marc, jetzt ist aber gut. Komm, wir reden mit Jack. Das ist echt so. Ein tolles Gesicht. Hm. Ja, machen wir, komm. Also, wir sollen hier rein. Oh Gott, hilf. Warte, ich mal auf. Lass mich mal. Ich will mal was ausprobieren. Jemand steht nach vorne. Ich komme hier nicht durch. Wo willst du denn hin? Hier hin. Warte. Hä? Ich hab das doch gerade. Toll. Denn da sind Zombies. Ja, ja. Ja, jetzt ist auch egal. Komm, auf hier. Mach dich fertig. Holly hat meine Schaufel kaputt gemacht hier. Kack. So. Toll. Jetzt bist du gerade hier und sind schon alle tot, Marco. Das ist typisch, Marco. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Für den Loot ist das gut genug, ne? Ja, es reimt sich sogar, Junge. Okay, wir sollen mit dem reden, glaube ich. Das ist ein Naturtalent. Okay. Der hat was für uns. Cash. Und hier sind auch noch ein paar, mit denen wir reden müssen. Wir sind alles voller Aufgaben. Der hat sogar noch eine für uns. Müssen wir das Holz da zerschlagen? Geht das? Warte. Nein. Und hier sind Tierflaschen. Mhm. Okay, aber das ist schon mal 3 Sterne schwer. Okay. Okay. Motorteile genommen. Was ist mit Roche? Motorteile genommen. Ich würde sagen, wir nehmen aber noch ein paar andere Aufgaben an. Komm. Keine Ahnung. Oben ist noch eine, da sind. Ich rede jetzt einfach mal mit denen, ja? Mach das. Hab ich schon. Ja, komm. Hey, warum haben die alle 3 Sterne? Wahrscheinlich normal. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District Bungalows. Aha, da haben wir direkt noch was von da oben. So, dann haben wir sogar hier noch Loot. Eine nicht angeschlossene PCs und hier reden wir mit der. Bungalow 6 in the silver section. My husband.
offering a reward. Can you help me? Oh, ja. 2 Sterne. Also 2 Totenköpfe. Also leichter als die anderen. Die will nix. Okay, wir können los. Beziehungsweise oben ist noch einer, mit dem wir quatschen müssen. Man kann jetzt auch eh wieder in den Einstellungen rum, so wie ich ihn kenne. Ne, Marco? Marco? Makro ist zurück! Was hast du gerade gemacht? Nichts. Ich habe wirklich nichts gemacht. Das war der Fehler. Du warst der Fehler. Ich bin der Fehler, mein Freund. Schön, dass du es einsiehst. Einsicht ist der erste Weg zur Verschlechterung. Hier ist er. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past. Servus, Domi. Need a signal amplifier to cut through the static. Servus, Domina. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you think you can get it for us? Können wir das? Ja. Alright, excellent. You bring it back as soon as you can. Ich guck mal gerade, ob ich vielleicht doch mal was hier aufrüste. Überleben zum Beispiel. Du hast gesagt, du wirst nicht aufrüsten. Doch, ich mach's jetzt. Da wäre ich schon wieder 4 Punkte. Ich sehe schon, zum Schluss haben wir das Spiel durchgespielt und wir haben keine Spezialfähigkeit ausgelevelt. Ich mach das jetzt. Stumpfe Waffen, ja. Machen wir. Oh. Hallo, habe ich das jetzt ausgewählt oder nicht? Steht 1 von 2 Spielern. So, Unhaltbarkeit. Was? Unhaltbarkeit? Und Ausdauerkosten. Ne, das mache ich jetzt noch nicht. Ach, ich habe keine mehr. Okay, dann können wir los. Sicher? Ja. Wir haben alles. Ah ja, dann warst du derjenige, wo noch gefehlt hat. Für was? Für die Mission. Oh. Jetzt geht's. Also, was haben wir denn hier auf der Karte? Quests. Machen wir doch erstmal die, zu viel Zucker. Okay, wollen wir? Ja, ich will. Boah, Mann, das war jetzt gerade voll laut. What? Es ist halt immer noch so bei dir. Mit deinem Mikrofon. Aber warum teilweise? Ich weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall mal eine Waffe. Das Gewitter? Nee. Doch. Donner. Ich bin mal gespannt. Sieht nicht so aus. Es hat sich aber so angehört. Ach, gib's zu, lass einen fahren lassen. Das wäre lauter gewesen. Angeblich. Was heißt hier angeblich? Eine Waffe für mich. Eine Waffe für mich. Jetzt habe ich wieder eine Waffe. Das gut. Hat sich gerade angehört wie ein Elch. Ach, den lasse ich mal da unten. Dann bin ich meine Waffe ganz schnell wieder los. Bist du dir das sicher? Ja. Ich nicht. Hey, hier kommen Zombies. Irgendwo. Nein. Ja, ach, ich bin zu früh. Drin. Runter. Nee, das mache ich jetzt nicht. Okay, muss ich nicht reinklettern. Ich warte einfach mal auf dich. Ja, ich bringe ein bisschen Gesellschaft mit. Merkst du schon? Der lebt ja noch. Und stumpfe Waffen. Das war's. Oh, hinter dir. Ich hab's irgendwie gemerkt. War's das? Nee. Und noch nicht. Jetzt war's das. Doch nicht. Mann, jetzt war's. Jetzt ist gut. Ja, lass mal den Profi hin. Ach, wir müssen hier vorbei. Genau, lass mal den Profi an. Deswegen hast du ja zu mir gebracht, alle. Keine Ausrede verlegen, Alter. Ah, komm schon.
Drauf hier! Oh, Stock abgenutzt. Da ist noch ein Zombie. Alter, mach dich fertig. Das ist verdammt schwer. Was denn? Die Türe. Für eine Türe. Wir müssen hier unten hin, ne? Oh, geil. Aufzubrechen. Brechstange. Ach, der hält sich ja gar nicht fest. Das war zu viel Dying Light. Oh, Alkohol. Wo bist du denn da rein? An der Seite? Oh ja. Hier. Blöder, 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 man. Du solltest oh, nochmal hier an der Türe. Ja, da ist aber ein Zombie hinter. Der wird dich gleich erschrecken, aber richtig hart. Ey, warte mal, das kenne ich noch, die Bude. Boah, die kenne ich noch. Das ist lang her. Hallo, servus, grüß dich. Das ist lang her, die Bude. Boah, doch nicht so aggressiv, Mann. Die wollen nur spielen, die haben dich einfach zum Fressen gern. Guck mal, da spritzt was. Da spritzt dir was aus dem Arm raus. Marco. Was denn? Ich und lass dich mit dem Zombie alleine. Ja, mach das. Solange aus seiner Wurst nichts rausgeschossen kommt, habe ich keine Angst. Na, darum geht's ja. Ah, weißt du, was heute so geil war? Ich habe eine Pizza gegessen und ein Dürüm. Voll geil. Aha. Oh, hier ist ein Überlebender. Mach die Tür hinter dir zu, bitte. Du, hier gibt's keine Türe. Oh, die Haustür, Marco, die Haustür. Mach doch einmal die Haustür zu. Das geht nicht. Ich bin ja nicht zu Hause. Das darf ich nicht. Komm, 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 komm. Nein, nein, komm. Nein. Ich rede jetzt mit dir. Mach das. Ich höre okay, mit. Hallo. Ich höre nichts. Da draußen ist ein Zombie dann. Ja, ja, warte. Ach, ist hier das Insulin, oder? Oh, Cash. Nein, das ist der eine von eben. Der Bruder von ihm. $175 genommen, alles klar. Ja. Du okay, auch. Müssen wir weiter. Warte, ich mach mal gerade eine andere Quest aktiv, dass wir direkt weiterlaufen können. Alter, da gibt's Laptop-Batterie, 200. Ist ja richtig geil. Hä? Da war eine Laptop-Batterie drin. Spieler beschädigt, steht da dran. Was können wir folgen? 53 Meter, können wir direkt hier oben bleiben. Hast du gehört? Ja, du bist beschädigt. Nein, ganz, das stand bei gewaltig. Dir dran. Bin ich beschädigt. Bin knackfrisch. Knackfrisch, sagte der Rentner und brach sich sein Bein. Knack. Da ist die Betonung. Hey, hör auf. Zombie. Ich bin nett gewesen, aber jetzt kriegst du auf die Fresse. Auf die Friese. So, weg damit. Geh mal ins nächste Haus, wo die nächste Quest ist. Haus drin. Da komme ich nicht rein. Und hier sind ein paar Zombies. Ah, das war kein Fass. Kein Propantank. Was für ein Propantank? Zum nee, Explodieren. Das will ich nicht. Was? Zum Explodieren. Masturbieren. What the fuck, Marco, was ist Alter. Denn los mit dir? Ich öffne mal die Tür, aber welche muss ich öffnen? Also ich muss das ausnützen, dass hier keine kleinen Kinder sind. Kommst du mal her? Gleich. Das hier meine ich, werde ich tun. Oh Gott, ich hab's voll vergessen. Das ist ja hier. Ah, okay, das war der kleine Nachteil. Ach komm, ich lass das hier. Oh, so. Hier ist die nächste Quest. Ich kann die schon mal starten, aber dann hast du halt nichts davon. Ich komm. Ich erscheine, wie Tramp immer sagt. Ja. Wo zum Geseier ist Chris der verschissene Geier?
Hier, arr. Was? Hier, das meine ich, das werde ich übernehmen. Ja eben, du fährst. Aber halt. Nee, wir müssen da rein. Ich habe nur das Auto gegen die Wand gesetzt. Oh, gegen was für eine Wand? Gegen die da, gegen die Baumwand. Jessica. He's bleeding. Can you help us? Ja. Name's Roger, brothers. And this is my wife Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it. But I couldn't do that and live with myself. So we stopped to see if we could help. The driver was in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. Scheiße, wir müssen dich töten. But you know what? Scheiße, der hat Pisse, was? I think I got whatever he had, rabies, I don't know, fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Ja, machen wir. Scheiße, dann müssen wir das Auto mitnehmen. Verdammt. Ist nicht wieder Zeit für einen Cut? Gleich, dann musst du leider zu Fuß laufen. So. Diese Quest wird nicht gespeichert. BTF? Ja. Hier, holen wir mal den ganzen Kram mit. What the fuck? Nein! Ich hab irgendwas genommen, was war denn das? Baseballschläger. Was ist denn das hier für ein Zeit? Lichtring? Ja. Das sind die Aliens. Nee, geil. Wir müssen nach Füssen, da war ich wir schon mal. Hier drin rein. Oh, Scheibe ist kaputt gegangen. In die Kreiser, ne? Achtung, da kommen Zombies. In muss der abholen, Kreis. Muss sie abholen. So, ich laufe in die falsche Richtung. Ja. Komm, steig ein. Da steigst du ein. Ich weiß nicht, ob du hinten rein kannst. Oh, hallo, das schnell werde ich. Die Zombies kommen, ganz viele. Ich kann nicht springen. Bist hinter uns? Jetzt bin ich drin. Bleibst du auch drin? Ja, bis jetzt schon. Gut, wir sind auch nur 2 Meter gefahren. Jetzt nicht mehr. Alter. Da musst du leider laufen. Da musst du leider laufen. Ach scheiße, Mann. Das war immer ein bisschen schwierig, sich umzusehen. Weil man nicht nach hinten sehen konnte. Bin wieder drin. Jetzt wieder nicht. Alter, warum können das die Spiele nicht? Das Spiel ist von 2011, vergiss das nicht. Das waren andere Zeiten, mein Freund. Ja, wenn sie es gepatcht ich hol dich haben. Gleich ab, ja? Deck dich, ich hol dich gleich ab. Nö, ich lauf hinterher. Oh, das war ja doch recht schnell. Hier, das war ein Geheimgang, das wusste ich noch. Oh Gott. Wie, bist du schon da, oder was? Nee. Ach Gott, warte, das ist beim Leuchtturm oben. Hallo. Gab's hier eine Hupe? Nee. Mann, schade. Drück mal auf ihre Hupen. Oh, Marco, ey, du bist echt schlimm heute. Aber richtig schlimm. Ich weiß. Das Schöne ist, wir haben heute schon Samstag. Das wird dann also gegen Forrest und The Division nicht besser. Das muss dann doch leider ausfallen. Oh Gott, ey, diese Lenkung ist teilweise ein bisschen schwierig. Auch nur teilweise. Ist ja alles zerfetzt hier, Junge. Hallo. Ach, das ist beim Leuchtturm oben. Hör dich ab. Jo, ist nett, ich komm dir entgegen. Oder wobei, du kannst ja auch besser laufen. Was nicht verdient, abgeholt zu werden. Kann komm ich da hochklettern? Das ist ja eine Leiter, tatsächlich. Komm erstmal zu dir, ich hör dich ab. Sind wir hier in Hollywood? Ja. So wie in Beverly Hills oder so. Nicht. Bleib da unten, ich hol dich. Nee, ich bin oben. Ich hol dich. Hier, ich bin extra hier runtergefahren. Komm her. Spring rein, schnell. Die Zombies leben. Machen wir erstmal eine kleine Runde, das ist ein bisschen einfacher. Wobei, hier kann ich drehen. Nee, da steht doch Holiday, oder? Nicht Hollywood. Ja, ja, das ist hier, habe ich doch gesagt, das ist eine Urlaubsinsel. Und weiter geht's. Ja, ich meine, Malibu ist ja auch eine Urlaubsinsel, ne? Oh, da sind wir ein bisschen gerutscht. Yeah, Mann, Vollgas. So. Unsere neue Base, oder? Ja.
Nee, jetzt echt? Zwischenbase. Nein, Zwischenbase. Ist ja egal. Wir müssen mit der reden, die ist mittlerweile hier. Thank you. Can you check on my husband? Oh, ja, jetzt. Was, ich soll ja ein Ass checken? Never ever, Alter. Das hat die gesagt. Jessica. Also hier gibt es ganz viele Sachen. Oh, was ist das denn? Ich habe hier aber gar keine Erinnerung mehr dran. Okay. Was denn? Marco? Ich sperre mich aus. Mein Part ist gekommen. Ja, dein Part ist gekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für diese Aufnahmesession. Mein Name war Marcoxi. Und jetzt heißt du anders? Genau, habe ich das nur bei. Nee, das habe ich nur bei Magnus gesagt. Mein Name war Marcoxi. Hat er gesagt, du bist immer noch Marcoxi. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und wann das nächste Mal sein wird, wissen wir nicht. Vielleicht am Sonntag, wenn es gut geht. Ja. Gucken wir einfach mal. Ja, das war's. Bye. Wir hoffen, dass es gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und bis dann.